Hallo, da bin ich wieder. Vielen Dank dafür. Was ist denn hier los? Ich habe vor kurzem habe ich auf den 5-jährigen Sohn eines Freundes von mir aufgepasst. Und das war eine große Herausforderung. Wir haben gespielt und spielen mit Kindern ist für mich ein bisschen schwierig. Ich habe bis heute nicht die Regeln so ganz verstanden. Ich weiß bis heute nicht, welches von den Autos fliegen konnte. Ich habe aber eine Theorie, meine Autos konnten nicht fliegen. Denn das Spiel bestand darin, dass seine Autos die Bösen waren und ich war die Polizei und musste die einfangen und seine Autos konnten dann immer wegfliegen und ich stand dann da und wusste nicht, was ich tun sollte. Und dann habe ich zwischendurch natürlich auch versucht zu fliegen, das ist ja das, der logische nächste Schritt, will ich fast sagen. Und dann sagte er, der kleine 5-jährige Sohn meines Freundes aber zu mir, nein, euren Philipp, deine Autos können nicht fliegen. Als ob ich der Dumme wäre in der Situation. Wenn dieses fluktuierende Regelwerk, wie soll ich da durchsteigen? Der zweite Text, den ich vortragen möchte, ist nach dem Spielen mit dem 5-jährigen Sohn meines Freundes entstanden, weil ich ihm dann nämlich ein Märchen vorgelesen habe zum Einschlafen, und zwar Aschenputtel. Ich habe große Probleme mit dem Märchen Aschenputtel. Ich mag das nicht so gerne. Das liegt daran, dass ich, als ich ein kleiner Knirps war, eine Hörspielversion davon auf Kassette hatte. Und da gibt es ja diese eine Szene, wo die beiden Tauben auf dem Grabstein der Mutter von Aschenputtel sitzen und den Prinzen warnen, dass der da mit der falschen Tante rauskommt. In diesem Hörspiel, das ich hatte, hatten die Tauben eine mit Vocoder und hohem Pitch verzerrte Stimme. Und das klang sehr gruselig für mich als armen kleinen Jan Philipp. Dann saßen die da immer auf dem Grabstein der Mutter und haben gesagt, Ruckidigu, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Das war so gruselig, dass ich immer dann ausmachen musste. Und ich weiß bis heute nicht, wie Aschenputtel ausgeht. Also ich weiß bis heute nicht, was die Moral von dieser ganzen... Sie verkleidet sich und dann kommt sie auf die Party und dann vergisst sie ihren Schuhgeschichte ist. Und ich hatte gehofft, dass ich das da rausfinden kann, als ich dem 5-jährigen Sohn meines Freundes da das vorlas. Ich habe noch ein anderes Problem mit Tauben tatsächlich, unabhängig von dem Aschenputtelmärchen. Habe ich, als ich klein war, gedacht, dass man blind wird, wenn man Tauben in die Augen guckt. Ich weiß bis heute nicht, wo der Gedanke herkommt und wie das funktionieren soll, weil ja die Augen von Tauben auf zwei unterschiedlichen Seiten angebracht sind. Das heißt, du kannst den nicht in... Naja, aber der Dialog, ich schweife ab, der Dialog, den ich vorlesen möchte, spielt sich zwischen den beiden Tauben ab, und zwar während der Prinz im Haus von Aschenputtel ist und versucht, den Schwestern die Schuhe da anzuziehen, und das klappt nicht, weil ich das viel interessanter fand, was diese beiden sprechenden Tauben wohl, wie die sich da unterhalten, als sie verstehen, das ist die Faszination des Grauens für mich an der Stelle. Text geht so. Eine Taube lässt sich flatternd neben seinem Kollegen nieder. Gemeinsam betrachten sie Aschenputtels Haus, in dem gerade ein Schuh anprobiert wird. Tag, Günther! Tag, Herbert! Was ist der Stand? 3-2. Was? Ja, 3-2 für Schalke. Hä? Ich meinte nicht, wie Schalke gespielt hat, sondern wie weit die damit sind, Aschenputtel mit dem Prinzen zu verkuppeln. Ach so, sag das doch gleich. Immer wenn wir mit diesen Stimmen reden, habe ich irgendwie das Bedürfnis, den Stand vom letzten Schalke-Spiel durchzugeben. Ja, warum reden wir dann überhaupt mit so albernen Stimmen? Damit der Jan Philipp sich nicht gruselt. Ach so. Ja, aber wir können natürlich auch andere Stimmen haben. So zum Beispiel. Hallo Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. An dieser Stelle. Herr im Himmel, Günther, was war das denn für eine Stimme? Ich bin nicht mehr der Günther. Ich bin der Udo. Da
Das ist ja furchtbar. Hör mal, kannst du dich mal entscheiden, wie ich reden soll? Sag mir doch einfach, wie ich reden soll. Ja, red so, aber mit weniger Ruhrgebiet drinne. Also so, hör mal, sag mal, guck mal. Ja, das klingt gut. Ich frag mal nach. Jan-Philipp, geht das so mit den Stimmen oder gruselt es dich zu sehr? Nee, nee, ist okay. Wirklich? Ja, besonders der Udo hat geholfen. Ich kann den nochmal machen. Nein! Wie ist denn jetzt der Stand? Also der Prinz hat den Schuh gefunden und ist sogar schon im richtigen Haus. Sehr gut. Dann sollte das Ganze ja jetzt recht zügig vonstatten gehen. Ja. Ja, warum haben wir dann mit diesen ganzen verschiedenen Stimmen so viel Zeit verplempert? Weil das extrem unrealistisch wäre, wenn du genau in dem Moment hier aufschlägst, wo die beiden zur Türe rauskommen. Sagte die eine sprechende Taube zur anderen. Was soll das denn heißen? Ja, die Ironie an deiner Aussage fällt dir überhaupt nicht auf, oder? Hä? Wie Ironie? Vergiss es. Guck mal, da geht gerade die Haustür auf. Nun können wir uns auf eine schöne Hochzeit freuen. Nee, erklär erst mal, was du mit der Ironie meintest. Was habe ich denn jetzt schon wieder gesagt? Günther, darum geht's doch jetzt überhaupt nicht. Immer benutzt du so Worte, die ich nicht verstehe und erklärst dir danach nicht. Günther! Manchmal lachst du mich sogar aus. Das mag ich überhaupt nicht. Günther, der kommt mit der Falschen raus. Wie, der kommt mit der Falschen raus? Ja, das ist nicht Aschenputtel. Aber der Schuh passt doch nur ihr. Wie kommt denn eine von den Schiefschwestern in den Schuh rein? Ja, keine Ahnung. Wir müssen den Typen aber irgendwie warnen, sonst haut er ja mit der Falschen ab. Schnell, Günther, sag irgendwas. Ich? Was soll ich denn sagen? Irgendwas, was sich reimt und bedrohlich klingt. Sonst haben wir ganz schnell wieder diese Warum-können-die-beiden-Tauben-sprechen-Diskussion. Ja, das wäre voll ironisch. Was? Nein. Aber... Jetzt sag was, was sich reimt und ihn warnt. Wie wär's mit, ene mene dicke Knolle, pass auf, du hast die falsche Olle. Was? Das ist ja schrecklich. Oh Gott, Sie sind schon fast an der Kutsche. Sag mal, riechst du das auch? Wir haben jetzt keine Zeit für... Moment mal, du hast recht, das riecht ja nach Blut. Glaubst du, die hat sich irgendwas vom Fuß abgesäbelt, damit die in den Schuh reinpasst? Ja, möglich. Wahrscheinlich sogar. Aber egal, mir ist jetzt was eingefallen, was funktionieren könnte. Ja, dann sag aber schnell. Jan-Philipp, halt dir die Ohren zu. Okay. Ruckidigu, Ruckidigu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Herbert, der Prinz dreht ab. Der geht wieder rein, es hat geklappt. Und es gab überhaupt keine Diskussion, warum wir sprechen können. Das ist so ironisch. Du versuchst jetzt auch auf Biegen und Brechen das Wort zu benutzen, oder? Ja, und nur so lernt man was. Ja, im Prinzip schon, aber du hast es jetzt zweimal exakt gleich falsch benutzt. Willst du etwa sagen, dass ich dumm bin? Nee, dumm ist eher dieser Prinzentyp. Ich meine, der muss das doch merken, dass die an ihrem Fuß rumgeschnibbelt hat. Stimmt, der Blutgeruch und die ging ja auch so komisch dazu, der schmerzverzerrte Gesichtsausdruck. Das muss dem doch auffallen. Ja, und vor allem, ich meine, wie ist das da drinnen abgelaufen? Er zieht ihr den Schuh an und merkt, der passt nicht. Dann verschwindet sie mit dem Schuh und einem Messer im Nebenzimmer, um kurz darauf mit blutiger Klinge und passendem Schuh zurückzukommen. Der muss doch merken, dass da was faul ist. Ja, vielleicht ist er noch besoffen vom Ball. Ja, vielleicht, aber der weiß ja jetzt, was gespielt wird. Jetzt wird er wohl die Richtige aussuchen. Ich meine, wir haben ihm gesagt, was vor sich geht. Jetzt wird er wissen, welche er auswählt. Und da kommt er mit der anderen Falschen raus. Wie ironisch. Hey, das war gut. Danke. Überlässt du mir das Vergnügen, den Prinzen darauf hinzuweisen, dass er zweimal auf denselben blöden Trick reingefallen ist? Natürlich, mach. Ene mene Biobrot, du bist ein Riesenvollidiot. Das mit dem Ene mene hat es dir echt angetan. Kann man natürlich so machen, aber warum gerade Biobrot? Ich bin eine Taube, natürlich denke ich an Brot. Ja, aber warum Biobrot? Ich achte jetzt auf meine Ernährung. Na gut, okay, hat ja geklappt, der ist wieder reingegangen. Weißt du, was mir komisch vorkommt? Was denn? Naja, der ist zweimal auf denselben Trick reingefallen. Ja, so weit waren wir schon. Aber das ist ja fast so, als könnte er sie nur über ihre Füße identifizieren. Das ist irgendwie der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte hier, Günther. Aber du willst mir doch nicht erzählen, dass er den ganzen Abend mit ihr getanzt hat und sie dann trotzdem nur über ihre Füße identifizieren kann. Oh Gott, Günther, ich glaube, du hast recht. Der hat vergessen, wie die aussieht. Nee, überleg mal, was das für ein Torfkopf ist. Ich befürchte, es ist noch viel schlimmer. Oh, sind wir etwa an den einzigen Prinzen ohne Objektpermanenz geraten?
Ja, wir müssen dem mal seine Krone klauen und dann schauen, ob er vergisst, dass er Monarch ist. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, aber die einzige alternative Theorie, die mir dazu einfallen würde, ist, dass er sich deshalb nicht an ihr Gesicht erinnern kann, weil er den ganzen Abend damit verbracht hat, auf ihre Füße zu starren. Oh, oh je, das erklärt auch, warum er danach durch das ganze Land gezogen ist und allen jungen Frauen an den Füßen rumgespielt hat. Oh, oh. Scheiße, mir fällt gerade noch was auf. Noch mehr? Ja, was ist denn das hier für eine Botschaft, die wir an junge Frauen senden? Ich meine, was ist die Moral von der Geschichte? Wenn dein Gesicht so wenig markant ist, dass es sich dein Tanzpartner nicht merken kann, dann tust du gut daran, die einzige Person im Königreich mit deiner Schuhgröße zu sein. Ja, oder du musst hoffen, dass der Typ einen Fußfetisch hat. Günther, das ist ja furchtbar, das können wir doch so nicht zulassen, wir müssen das doch aufhalten. Also du willst jetzt, dass wir selbst, die hat ja jetzt, also der Richtige, die hat, wir sollen das aufhalten? Ich meine, da kommen sie doch gerade raus, was sollen wir tun? Ich versuch's nochmal mit, Ruckidigu, Blut ist im Schuh. Nee, da ist überhaupt kein Blut im Schuh, ich hab das extra nachgeguckt. Oh Gott, der klingt schon wie so ein Volltrottel. Ja schön, aber was machen wir jetzt? Jan Philipp muss uns helfen, schnell Jan Philipp, du musst das Ganze hier unterbrechen. Ich erkläre das Märchen für gescheitert. Danke sehr. Yeah. Ihr Applaus für unseren zweiten Finalisten, Jan Philipp.